It's Anya time. Hallihallo. Wie ihr vielleicht wisst, werden wir ja bald einen MOOC, einen nächsten Massive Open Online Kurs durchführen, und zwar zum Thema China 4.0. Und in dem Rahmen haben wir auch mal geschaut, irgendwie welche anderen Plattformen wir noch so nutzen wollen, rund um diese Lernplattform. Und dann suchten wir nach einer Möglichkeit, wie wir denn zeitgemäß unsere Links vielleicht sortieren können. Und dann habe ich mir bei der Gelegenheit mal wieder Reddit angeschaut. Das deutschsprachige Reddit ist ja noch ziemlich ausbaufähig, aber es gibt da eine Community, eine deutschsprachige. Also habe ich da unseren Link reingepostet und dem den Titel gegeben, was wir von China lernen können. Und dann sind die ganzen Nerds über mich hereingefallen, über meinen Link, und meinten, diese ganzen Proll-Nerds dort vor Ort, und meinten, man kann überhaupt nichts lernen von China, die kopieren nur, das ist totaler Bullshit, und haben mich da so abgewertet, also da Daumen runter, und also lange Geschichte. Und am Schluss habe ich den Link dann wieder gelöscht, weil ich dachte, das bringt überhaupt nichts, ist überhaupt gar keine Diskussion möglich. In dem Zusammenhang dachte ich mir, ich werde mal ein ganz kurzes Anja-Time machen, um zu erklären, warum wir überhaupt den China-MOOC machen. Neben dem Grund, dass wir da im letzten Jahr waren, dass wir im November zum ersten Mal nach China reisen konnten im Rahmen einer Digital Innovation Tour und davon berichten wollen, also quasi eine Fortsetzung zu dem Arbeit 4.0-MOOC. Oder da? Irgendwo wird der Link erscheinen. Dann habe ich kurz mal überlegt, warum sollte man eigentlich sich für China heutzutage interessieren? Und ich würde sagen, es gibt drei Gründe heute, sich damit zu beschäftigen. Punkt 1, China ist in. Wenn ihr mit offenen Augen durch die Welt geht und euch mal ein bisschen auf dieses Stichwort China einlasst, dann werdet ihr feststellen, dass es überall nur so aufpoppt. Überall auf YouTube, in den Medien, in den klassischen Medien, in den Zeitungen, überall ist von China die Rede. Das ist es schon lange, aber in letzter Zeit verstärkt. Und zwar hat man allerorten realisiert, dass China doch uns ein Stück voraus ist, was die Digitalisierung anbelangt. Und insofern können wir sehr wohl davon lernen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich China ist auch spannend. Wir haben in unserer Slack-Community angefangen, uns zu sortieren, haben Links gesammelt, sind die am Kommentieren und arbeiten da recht kollaborativ. Das ist wunderbar. Und so langsam formt sich für uns da ein Bild, was im Moment über China diskutiert wird und was davon eher Ideologie ist, westliche Ideologie. Und was ist denn tatsächlich, was geht da tatsächlich ab? Und ich muss sagen, China ist spannender, als man denkt. Also lasst mal alle eure Klischees beiseite und schaut mal richtig hin, was da passiert. Nicht nur die negativen Seiten sehen, sondern seht auch die Vielzahl an positiven Sachen, und da ist eine ganze Menge los. Dritter Punkt, warum China wichtig ist. China ist vielfältig. Es ist nämlich nicht so, dass es nur das eine China gibt oder das andere. Es ist ein Riesenland, es ist riesig groß, es hat unglaublich viele Menschen, und die sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Es gibt diese Küstenstädte, die sehr privilegiert sind, die sehr westlich sind, die westlicher sind als der Westen im Grunde, so vom Habitus und von der Kulturindustrie und vom Auftreten, von der Mode her und so weiter und so fort. Und dann gibt es das Hinterland, wo es noch sehr agrarisch zugeht, sehr rural, und trotzdem haben die dort Internet, und zwar gutes Internet, wie bei uns fast. Nee, wir haben ja keins an der Milchkanne. So, das sind also drei Gründe. China ist in, China ist spannend und China ist vielfältig. Ich kann euch nur einladen, macht es mal 3 Tage mit uns. Ihr braucht ja nicht irgendwie von morgens bis abends da euch drauf einlassen, aber nehmt euch mal ein paar Stunden Zeit an einem Wochenende und taucht mit uns da ein in dieses wunderbare, wirklich faszinierende Land mit sehr vielen modernen Zügen. Im wahrsten Sinne modernen Zügen und einer wirklich prächtigen Vielfalt, mal abgesehen davon, dass das Essen unglaublich lecker ist. Aber das ist nur eine Nebensache, eine wichtige Nebensache. Das dazu, ansonsten haben wir angefangen, über unsere Flow Campus Facebook-Page zu einige Links rauszujagen und schon mal ein bisschen irgendwie uns einzustimmen. Wir werden bald bei Instagram das fortführen. Wir freuen uns auf euch. Macht mit. China 4.0 MOOC. Das ist unser Hashtag. Macht mit, denkt mit, bringt eure Gedanken mit ein, diskutiert mit uns, lasst uns verstehen, was da passiert, und lasst uns genau überlegen, was wir davon lernen können. Ich glaube, es ist eine Menge.
Das war's für heute. Macht's gut. Bye bye.